Hi zusammen, Florence hier. Weil ihr mich zuletzt öfter in den Kommentaren darum gebeten habt, will ich heute mal ein Thema medizinisch checken, das Vapen. Seit elektrische Zigaretten vor ein paar Jahren auf den Markt gekommen sind, wird immer wieder diskutiert, wie schädlich sie wirklich sind. Die einen behaupten, dass sie viel gesünder sind als klassische Zigaretten. Die anderen warnen, dass gerade Jugendliche dadurch überhaupt erst anfangen zu rauchen und dann abhängig werden. Ist Vapen also nur eine getarnte Einstiegsdroge oder hilft es wirklich, um vom Rauchen wegzukommen? Lasst uns das mal gemeinsam herausfinden. Was passiert beim Vaping? Bei klassischen Zigaretten wird Tabak verbrannt. Der Rauch, der dabei entsteht, wird eingeatmet. Und die Partikel, die bei der Verbrennung entstehen, lagern sich zum Teil in der Lunge ab oder gehen direkt ins Blut über. Beim Vaping hingegen wird in der E-Zigarette eine Flüssigkeit, genannt Liquid, per Batterie erhitzt. Das Liquid besteht aus Stoffen zum Vernebeln wie Glycerin und Propylenglykol, aus Aroma- und Geschmacksstoffen und aus Nikotin, was ja auch im Tabak vorkommt. Durch das Erhitzen entstehen ganz feine Flüssigkeitspartikel, genannt Aerosole. Das ist ähnlich wie ein Nebel oder Dampf. Die werden inhaliert, gelangen in die Lunge und auch ins Blut. Sind E-Zigaretten harmlos? Das ist eine sehr beliebte Behauptung, da die eingeatmeten Stoffe nicht verbrannt, sondern nur erhitzt werden. Und weil sie auch zum Teil in Lebensmitteln erlaubt sind, wie zum Beispiel Glycerin, Propylenglykol oder die Aromastoffe. Aber nur weil wir sie essen dürfen, heißt das nicht automatisch, dass sie auch beim Inhalieren genauso unschädlich sind. Denn da geht es über die Atemwege direkt in die Lunge und nicht über den Magen, der viel unempfindlicher ist. Die Aromen und auch die anderen Inhaltsstoffe können die Atemwege reizen und für Zellen giftig sein. Sie können Entzündungen in der Lunge hervorrufen und auch die Atmung beeinträchtigen. Und Nikotin macht, wie ihr alle wisst, abhängig und ist giftig. Es ist vor allem schädlich für die Entwicklung des Gehirns bei ungeborenen Kindern und Jugendlichen. Und außerdem erhöht es das Risiko für Herz- und Kreislauferkrankungen massiv. Also egal wie man es dreht, Nikotin, egal ob aus Pflaster, E-Zigarette oder normaler Zigarette, gut tut es nie. Was außerdem noch ein Problem bei Vaping ist, je nach Art der E-Zigarette und des Liquids können krebserregende Stoffe eingeatmet werden, wie zum Beispiel Nickel, Chrom und Formaldehyd. Davor warnt das Deutsche Krebsforschungszentrum. Bisher ist auch die Langzeitwirkung von E-Zigaretten noch kaum erforscht. Studien sind deshalb so schwierig, weil es so viele verschiedene Liquids und Aromen gibt, die alle unterschiedliche Eigenschaften haben. Deswegen wird es noch eine Weile dauern, bis es Langzeitergebnisse gibt. Alle Dampfer sind bis dahin mal freiwillige Versuchskaninchen für die Wissenschaft. Vaping ist gesünder als Rauchen. Dieser Mythos stimmt. Aber um das direkt mal klarzustellen, die Rede ist von gesünder, nicht von gesund. Beim Rauchen von Tabakzigaretten werden Nikotin, Teer und viele andere giftige Stoffe eingeatmet. Dadurch steigt das Risiko extrem für einen Herzinfarkt, Schlaganfall, Impotenz, Krebs und Unfruchtbarkeit. Außerdem verkürzt Rauchen die Lebenserwartung um durchschnittlich 10 Jahre. Viele Menschen glauben ja, dass E-Zigaretten genauso schädlich wie Tabakzigaretten sind. Dabei ist Vaping laut einer Veröffentlichung des britischen Gesundheitsministeriums 95% weniger schädlich als Rauchen. Das liegt daran, dass beim Vaping das Liquid ja nur erhitzt und nicht verbrannt wird. Im Nebel ist dadurch nur ein Bruchteil von den Schadstoffen, die normalerweise im Rauch von Zigaretten, Zigarren und Pfeifen sind. Vaping hilft, um mit dem Rauchen aufzuhören. An diesem Mythos ist tatsächlich was dran. Für Raucherinnen und Raucher, die schlecht vom Tabakrauchen wegkommen, sind E-Zigaretten eine Möglichkeit, um die Schadstoffe wenigstens zu reduzieren oder sogar ganz damit aufzuhören. Eine große britische Studie von 2019 hat gezeigt, dass E-Zigaretten doppelt so gut wie Nikotinersatzpräparate wirken, um von klassischen Zigaretten wegzukommen. Das klingt natürlich erstmal toll, wir dürfen aber trotzdem nicht vergessen, dass Vapor immer noch nikotinabhängig sind und einfach nur auf eine softere Alternative umgestiegen sind. Passivdampfen ist ungefährlich. Passivdampfen bedeutet, dass man die Aerosole einatmet, wenn jemand anderes zufällig gerade neben einem vapet. Das sieht man mittlerweile auch recht oft, weil der Geruch von Dampf viel weniger stechend ist als der von Tabakrauch. Und viele Leute vapen sogar indoor. Dass das aber komplett ungefährlich ist, stimmt nicht. Die schädlichen Substanzen, von denen ich euch eben erzählt habe, können in die Luft gelangen und von anderen eingeatmet werden. Wie schädlich das ist, ist bis jetzt nicht bekannt. Deswegen sollte man aber nicht in geschlossenen Räumen vapen und auch nicht, wenn Kinder, Jugendliche, Schwangere und Kranke in der Nähe sind. Vaping ist eine Einstiegsdroge für Jugendliche. Laut einer kanadischen Studie vapen Jugendliche aus Neugierde oder weil es in ist.
Dass die Sorge natürlich berechtigt, dass E-Zigaretten nur der Anfang sind und die Jugendlichen dann mit Tabakzigaretten oder anderen Drogen weitermachen. Immerhin ist das auch bei Alkohol so. Der ist sehr oft der Einstieg zu anderen Substanzen wie Tabak oder Marihuana. Ob das auch bei E-Zigaretten so ist, ist bis jetzt nicht geklärt. Die Untersuchungsergebnisse sind da sehr unterschiedlich. Jugendliche, die allerdings bisher Nichtraucher waren, scheinen durchaus häufiger zu Tabakzigaretten zu greifen, wenn sie vorher schon E-Zigaretten ausprobiert hatten. Ob daraus dann aber auch eine langfristige Abhängigkeit wird, ist noch nicht klar. Dafür sind E-Zigaretten noch nicht lange genug auf dem Markt, um das zu wissen. Wir wissen ja aber bereits, dass Nikotin auf jeden Fall abhängig macht. Und was an dieser Stelle auch noch sehr wichtig ist, Vapen ist gesetzlich erst ab 18 und damit nicht für Jugendliche erlaubt. Da sollten wir uns echt mal fragen, warum sich Werbung für E-Zigaretten trotzdem genau an diese Zielgruppe richten darf. Ihr seht, E-Zigaretten sind wahrscheinlich etwas harmloser als klassische Zigaretten. Sie sind aber nicht ungefährlich, sondern haben trotzdem große Risiken. Und vor allem die Langzeitwirkungen sind nicht bekannt. Deshalb sind alle Aussagen dazu, wie harmlos sie sein sollen, mit Vorsicht zu genießen. Wer da also gesundheitsmäßig lieber auf Nummer sicher gehen will, Finger weg. Wie steht ihr denn zu E-Zigaretten? Raucht ihr selber oder hat euch Vaping vielleicht sogar dabei geholfen, damit aufzuhören? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Denkt auch dran, der Besuch bei YouTube ersetzt nicht den Besuch beim Arzt. Das Video dient nur der Information und ersetzt keine Behandlung. Hier gibt es auch ein ganz spannendes Video von Valulis, und zwar darüber, wie E-Zigaretten auf dem Markt funktionieren und warum der Hype so groß ist. Und hier gibt es noch ein Video von mir. Bis zum nächsten Mal, gute Besserung und bleibt gesund. Eure Florence.